Hallo und herzlich willkommen bei Supergen TV. Heute, wie versprochen, der Zugschirmer mit Schleife. Ja. Zu Gast Till und Kurt. Hallo. Hallo. Servus. Schön, dass ihr da seid. Klar. Vom GeTech Verein, ja, GeTech Forum für die Erforschung der E-Gitarre, die Physik der E-Gitarre. Und diesmal wollen wir uns mit dem Tube Screamer auseinandersetzen. Der Tube Screamer, ein legendäres Gerät, über das sich viele Mythen wanken. Und ranken, sagt man nicht. Ranken. Wanken. In dem Fall auch. Wanken ist manchmal jetzt, wankt man auch. Mein Gefühl, dass ich jetzt gerade wanke also vielleicht. Ja. Aber ich wanke schon vor ehrfürchtig vor diesem. Ja. Besonders, ich möchte dann wissen, was eigentlich mit der Schleife los ist, weil das ist ja ein besonders rares. Ja. Aber eigentlich das hier ist wirklich ein Original Tube Screamer von... Der müsste so aus Anfang der 80er Jahre sein. Mhm. Also ganz genau kann ich es nicht bestimmen, aber ein sehr frühes Modell auf jeden genau. Fall. Genau. Ja. Und jetzt gibt es alle möglichen Diskussionen, wird viel geschrieben. Man braucht unbedingt genau den, weil Stevie Ray Vaughan hat genau den gespielt. Und aber jeder hat so seine Vorlieben, glaube ich auch. Es gibt auch Leute, die mögen den TS-9 wahnsinnig gerne. Alle Modelle sind irgendwo immer noch in Gebrauch. Jetzt würde mich wahnsinnig interessieren, was ist eigentlich so besonders dran an diesem Tube Screamer? Das heißt, es gibt so viele Verzerrer, aber der ist der, der immer noch angesagt ist und die Leute begeistert. Was ist eigentlich so besonders dran, Till? Du kennst dich aus, wie das also funktioniert. Also das Besonderste, denke ich, hast du schon erwähnt, Stevie Ray Vaughan. Ja? Ja, ich denke, das ist der wesentliche Aspekt. Tatsächlich? Ja. Meine, wenn du weißt, dass der den gespielt hat, spielst du doch automatisch besser mit dem Teil. Man kann nicht anders arbeiten. Es muss viel besser klingen. Aber... Es ist schon ein bisschen was Besonderes dran. Vielleicht ein bisschen historisch betrachtet, schaut es ja so aus, ihr werdet euch erinnern, dass es diese schrecklichen Verzerrer gab, so in den 60er und Anfang der 70er Jahre, Color Sound und Schaller und so weiter. Und das waren sehr einfache Schaltungen, die haben irgendwie nur versucht, einen verzerrten Klang zustande zu bringen, also das Signal von der Gitarre irgendwie mehr oder weniger kaputt zu machen. Mhm. Und die Schaltungstechnik ist unheimlich archaisch und es hängt auch alles komplett an den einzelnen Bauelementen. Also dadurch, dass all diese Bauelemente, und es waren wenig drin, aber die paar waren praktisch an der Grenze dessen, was sie so Vermögen betrieben. Mhm. Und deswegen war die Exemplarstreuung, also der eine Transistor war hat ein bisschen mehr Verstärkung gehabt, ein bisschen weniger, kam da sehr stark zum Ausdruck. Mhm. Und deswegen waren die auch nie gleich und es war schwer, überhaupt mal einen zu finden, der einen behagt hat. Und also generell war das so wirklich eine Vorstufe, eben weil diese Verzerrung sehr unkontrolliert war zu dem Zeitpunkt. Man hat einfach genommen, was man gekriegt hat. Und dann hat sich in den 70er Jahren haben sich Operationsverstärker zunehmend durchgesetzt. Das ist ein ganz tolles Bauelement, weil es so tut, als ob es gar nicht da wäre. Es macht nur tolle Dinge mit dem Signal. Alles, was es kann, ist eigentlich mehr abhängig von dem drumherum, von der Beschaltung drumherum und gar nicht so sehr von dem, was das Bauelement selber macht, solange der Operationsverstärker gut genug ist, das heißt hoch genug verstärkt, im Wesentlichen zu dem Punkt. Und irgendwann hat jemand festgestellt, ja, vielleicht können wir diese Verzerrung ein bisschen kontrollierter hinkriegen, wenn wir diesen Operationsverstärker verwenden. Mhm. Aber nicht als verzerrendes Element. Wir wollen, dass der ruhig bei sich bleibt. Wir wollen eigentlich schauen, dass wir diese Signalbegrenzung, was die Verzerrung ja macht, dass wir die kontrolliert hinkriegen. Nochmal. Eine Signalbegrenzung, das macht die Verzerrung. Ja, dein Röhrenamp, den du sicher zu Hause noch hast, den drehst du, oder das sind mehrere hier eben, genau. Wenn du den auf 3 aufdrehst und Gitarre spielst, dann klingt das alles ziemlich clean, würdest du sagen. Und da ist keine Begrenzung da zu dem Zeitpunkt, ja, weil das Signal läuft genauso, wie es reingeht, eigentlich raus, bloß lauter, könnte man sagen. Klar, ein bisschen Klangregelung, aber im Prinzip ist es so. Jetzt gibt es aber einen Punkt, wenn du den weiter aufdrehst, vermutlich so bei 6, 7, da kann der Verstärker nicht mehr so viel abgeben, wie du eigentlich haben willst. Das heißt, du steckst Signal rein. Also der ist überlastet aber irgendwie, oder? Der kommt einfach an die Grenze dessen, was er kann. Mhm. Der ist deswegen so gebaut, dass, egal ob du eine Single-Coil-Gitarre reintust oder eine Humbucker-Gitarre oder eine mit Super-Mega-Outputs, dass der mit all den Gitarren irgendwo an eine Grenze kommt, möglichst laut sein kann. Deswegen ist er so gebaut, dass er eine hohe Empfindlichkeit hat. Das heißt, du kriegst den so weit, dass er irgendwo verzerrt, egal welche Gitarre du nimmst. Mhm. Bei einer Humbucker-Gitarre wird er bei 5 schon anfangen zu verzerren, mit der Single-Coil-Gitarre vielleicht bei 6 oder 7. Und dann geht er einfach in die Begrenzung, weil das Signal, das ist so diese Sinusform, die wird dann einfach abgekappt. Mhm. Es geht halt nicht weiter, wie der
es schafft am Ausgang. Ah, ja. Das ist die Verzerrung. Ich stelle mir immer vor, dass der dann irgendwie an überlastet ist, der Verstärker oder so. Aber ja. Interessant, diese Sinuswelle oder diese sozusagen die Schallwellen werden irgendwo begrenzt, die werden irgendwo abgeschnitten. Genau. Ah, das ist sehr interessant. Okay, das war mir so. Es ist keine wirkliche Überlastung. Gerade die Röhrenverstärker sind nicht wirklich überlastet, okay. Weil sie können das schon alles ab. Also da geht nichts kaputt. Es geht halt bloß nicht mehr von der Signalstärke her. Und deswegen kommt dann die Verzerrung heraus. Ist es sowas wie ein Clear-Faktor? Dass absolut. Ist es das Konzept? Genau. Dass man sozusagen, dass eben nicht das, was ich da reinschicke, dann irgendwie einigermaßen naturgetreu verstärkt wird, sondern es kommt irgendwelches... Danke dir. Oder irgendeine Verzerrung. Das kenne ich nur noch von sehr gut. Von HiFi-Geräten. Ja, Stereoanlagen, genau. Ja, genau. Ja. Das ist halt so, dass die Stereoanlage, da hast du 0,1, 0,01, da willst du 0% Klärfaktor haben. Mhm. Und das klingt dann für die Gitarre halt steril, würden wir sagen. Mhm. Aber nicht so attraktiv. Wir wollen ein bisschen Färbung haben oder wir wollen ganz viel Färbung haben und die Verzerrung hilft dann auch noch Sustain zu kreieren, also Geschichten, weil es eine Kompression macht. Und deswegen haben wir halt dann plötzlich 5, 10, 20, 30% Klirrfaktor und lieben das dann. Und das heißt, dieses Gerät will das reproduzieren auf andere Art und Weise, oder? Auch diese Verzerrer, die ich vorher schon erwähnt habe, die wollten das auch machen. Ja. Aber halt sehr archaisch und sehr unkontrolliert. Mhm. Und da kam eben dann jemand auf die Idee, ich weiß nicht, wer das war. Jedenfalls in Japan wurden dann plötzlich diese Geräte hergestellt. Zunächst, glaube ich, sogar von Boss. Ich glaube, Overdrive von Boss, da gab es einen mit zwei Reglern, so einen gelben. Das war, glaube ich, sogar einer, der früher da war. Ah ja. Der aber auch nach diesem Prinzip funktioniert, dass man sagt, wir haben den Operationsverstärker und der hilft uns zusammen mit anderen Bauelementen, insbesondere Dioden, hilft er uns, dieses Signal kontrolliert in eine Begrenzung zu fahren und damit die Verzerrung zu erzeugen. Mhm. Und der große Unterschied ist einfach, dass es da kontrolliert passiert. Und dann kann man, wenn es kontrolliert passiert, kann man sehr viel mehr damit anfangen. Und, das ist natürlich das Tolle für den, der es herstellt, die Reproduzierbarkeit ist außerordentlich hoch, weil es kommt nicht mehr auf die Bauelemente an, sondern auf die Beschaltung, auf die Konstruktion. Mhm. Was natürlich jetzt allem widerspricht, was man so liest. Ja, alle sagen natürlich, dieser Op-Amp ist genau, das muss ja genau diese, wie wir schon mal besprochen haben, es muss ja genau der sein. Ja? Sonst ist es ja Quatsch. Aber das heißt, das Bauprinzip widerspricht dem eigentlich, oder? Dass der Op-Amp da so viel... Ja. irgendwie ausmacht. Ja. Sondern der Op-Amp soll eigentlich gar nichts machen. Oder kann der klingen? Der kann auch klingen in extremen Fällen. Es gibt wirklich so ganz miserable Op-Amps und das sind nicht die hier drin sind. Auch von Anfang an waren hier Audio-Op-Amps drin, die passabel waren. Mhm. Also so richtig schlecht war das nie. Aber es gab aus der Anfangszeit der Operationsverstärker schon Dinge, die dann wirklich nicht gut klangen. Mhm. Ah ja. Aber interessant. Ja, das heißt, es wird irgendwie so geformt durch verschiedene Schaltungen, dass das Signal irgendwie, dass man das Signal besser kontrollieren kann. Das, ist und das ist auch, dass es auch irgendwie gleichmäßig produzierbar ist. Ja, genau. Das heißt, man kann die dann wirklich bauen, die klingen dann alle gleich und sind auch übertragbar. Die Einstellung ist von einem zum nächsten übertragbar. Mhm. Und wenn du irgendwo on Tour bist, dann kannst du so ein Ding kaufen, weißt, das liefert mir genau das ab, wenn deins kaputt geht. Interessant. Und das waren eigentlich die ersten Geräte, die sowas konnten, oder mit die ersten, oder? Also mir ist jetzt keines bekannt, vermutlich gab es früher auch irgendwas, aber in größerer Serie und bekannt wurde dieses Boss-Gerät und unmittelbar danach auch der Tube-Screen. Mhm. Genau. Bloß natürlich, der ist grün, was gerade mit dieser Schleife zusammen wirklich gut... Ja, der Schleife gut da kommt. Wollen wir erst später mit drauf. Also später auflösen. Aber das, okay. Ja. Wollen wir uns mal dran wagen, zu erklären, wie funktioniert das eigentlich? Ich meine, das Signal kommt da rein, in den Tube Screamer. Was passiert denn als erstes mit dem Signal? Als erstes kommt, und da müssten wir eigentlich eine völlig getrennte Diskussion mal machen, als erstes kommt dieser Impedanzwandler, der Buffer. Der Buffer. Darüber reden wir jetzt nicht weiter, weil das würde viel zu weit gehen. Okay. Aber der Buffer hilft, um die Gitarre das Gitarrensignal sauber zu halten. Okay. Sodass dieses Gerät möglichst wenig die Gitarre beeinflusst. Okay. Was bei den vorigen Verzerrern eben sehr stark der Fall war. Aha. Aber der Buffer, über den reden wir jetzt nicht. Was dann als nächstes kommt, ist ein unheimlich wichtiges Bauelement oder Baugruppe, nämlich ein sogenannter Hochpass. Das heißt, der senkt die tiefen Frequenzen ab. Also nur die hohen können durch. Nur die hohen. Und wir reden jetzt so 800 Hertz ungefähr. Die tieferen kommen auch, aber schwächer. Okay. Also das heißt nicht, dass die gar nicht durchkommen, sondern die kommen nur schwächer durch.
Okay. Das ist wie wenn du den Bassregler runterdrehst am Amp, dann ist immer noch was da. Die verschwinden nicht ganz, aber es ist einfach weniger ausgeprägt. Aber das kann man nicht beeinflussen, sondern da ist irgendein Bauteil drin, das einfach genau an der Stelle das abkappt und das haben die einfach geforscht. Okay, da ist irgendwie ein guter Wert. Aus meiner Sicht ist diese kleine Baugruppe ist eins der wesentlichen, Erfolgsgründe für den Tube Screamer und die anderen ähnlich gelagerten Overdrives oder Verzerrer, wie man es auch immer benennen will. Einfach deswegen, weil die Verzerrung beim Gitarrensound leidet unter zu viel Tiefen im Allgemeinen. Wenn man einen speziellen Effekt haben will, ist okay, aber im Allgemeinen entsteht ein Mulm. Absolut. Ja. Wenn man sich erinnert oder sich ein bisschen vergegenwärtigt, wie die ersten Mesa Boogie Amps normalerweise eingestellt waren, dann werdet ihr euch erinnern, wo auch immer man nachgeschaut hat und gelesen hat, der Bassregler war immer auf 1. Möglichst wenig Bässe, möglichst wenig Bässe, weil die ersten Boogies, die konnten, waren ja die ersten, die ein bisschen mehr Overdrive konnten. Und wenn man dort den Bassregler aufdreht, kriegt man diesen Mulm. Und der Tube Screamer, der sorgt dafür, dass dieser Mulm erstmal schon gar nicht so richtig entsteht, weil er die Tiefenfrequenzen etwas absenkt. Deswegen ist es ganz wichtig und das ist ein wichtiges Charakteristikum, was ich denke, den Erfolg auch macht. Von da geht es dann eigentlich direkt in diesen Operationsverstärker. Der Operationsverstärker zusammen mit den Dioden, das ist die Baugruppe, die das Signal eben, was ich vor so, wenn man das Sinussignal als symbolisch hernimmt, was dann diese Abkappung macht. Da kann man dann verschiedene Dioden nehmen und Germanium, Silizium, LEDs, alles Mögliche. Die klingen unter Umständen ein bisschen anders, aber so wahnsinnig unterschiedlich ist der Sound gar nicht. Aber dort passiert die Begrenzung, also dort passiert die Verzerrung. Die nächste Baugruppe ist ein Tone Control. Ja, wo ist er denn? Hier ist Tone Control. Genau. Und das ist einfach ein Regler, der dafür sorgt, dass nach der Verzerrung, also dort, wo dieses runde Signal eckig geworden ist und deswegen Oberwellen entstehen, also zusätzliche hohe Signalanteile, dass man die absenken kann, damit das Signal nicht zu grell und krätzig wird, wenn man es nicht haben will. Oder man kann sie auch anheben. Also die Schaltung ist so speziell, dass es in beide Richtungen geht. Kann man in kurzen Worten erklären, warum da Obertöne entstehen oder ist das schwierig? Also das heißt, durch diese, sagen wir mal, gelernt, okay, Verzerrung ist, wie sagst du, Begrenzung? Ja. Ja, das heißt, diese Sinuswelle wird irgendwie abgekappt. Ja. Und da, weil das kennt man so als Gitarrist, ja, irgendwie so ein Powerchord zum Beispiel, das ist ja eine herrliche Geschichte, verzerrt. Ja. Das ist irgendwie so. Und andere Intervalle klingen dann irgendwie ganz furchtbar plötzlich verzerrt, weil das Obertonspektrum sich irgendwie ändert. Ganz so erkläre ich mir das, oder? Ja, ja. Kann man das auf die Schnelle erklären, warum also, das ganz ist? Kurz, ein Sinus ist schön rund, der hat keine Oberwellen. Das ist wirklich nur diese eine Frequenz. Wenn man den Sinus abschneidet, dann wird das Signal eckiger. Und diese Eckigkeit, die braucht zusätzliche Signalanteile, Oberwellen nämlich. Die entstehen durch dieses Absäbeln. Da kommen weitere harmonische dazu. Die braucht es einfach, damit die Kurvenform überhaupt anders werden kann. Das heißt, überall, also da muss man dort, wenn man die Kurvenform verändert, macht man was mit diesen Obertönen. Ich erinnere mich jetzt so ganz dunkel an meinen Matheunterricht. Um die Sinusform verändern zu können, muss man irgendwas hinzuaddieren oder das glaube ich. Damit das passiert, ja, ich glaube, ich kann das einige Mal. Vielleicht könnt ihr das auch nachvollziehen oder auch nicht. Schreibt uns gerne gleich mal in die Kommentare, was ihr wie ihr da denkt, aber ich glaube, das macht Sinn. Ja. Ja, ich kann es vielleicht mal aus meiner Sicht erklären, weil ich weiß nicht, ob das genau das Gleiche ist. Für mich ist der große Unterschied zwischen clean und verzerrt natürlich gegenüber oder unabhängig vom Sound das, dass beim verzerrten Sound mehr Obertöne zu hören sind. Also kann man das auch sagen oder also widerspricht das dem, was die Verzerrung sagt? Generiert diese Obertöne. Ah, die generiert. Wenn du verzerrt spielst, kriegst du mehr Obertöne im Vergleich zum Unverzerrten. Okay, das sind sogar noch andere Obertöne. Das sind ganz andere, die werden zusätzlich generiert. Okay. Das sind nicht welche, die schon vorhanden sind. Blöde Frage, die werden generiert von was? Von dem Gerät? Oder oder nimmt es aus der Gitarre sozusagen? Weil die Gitarre kann ja nur so und so viel Obertöne reinschicken. Ja, genau. Und dieses Gerät generiert aus den vorhandenen Obertönen noch weitere dazu. Ja. Und das ist dann eben der Grund, warum dann zum Beispiel ein Dur-Akkord im cleanen Sound
angenehm klingt und im verzerrten Sound dann total schrecklich, weil dann so viele Obertöne dabei sind, ja, die sich gegenseitig so ungünstig beeinflussen, dass das nur noch matschig oder unangenehm, ja, kompakt klingt, ausgedrückt ist. Mhm. So, genau. Und ein Powerchord ist die wahre Freude, weil da sowieso nicht da so viel... Da passt das alles zusammen. Auch was generiert wird, passt noch zusammen mit dem, was schon da war. Ja, das wenn du natürlich einen sehr komplexen Akkord spielst, dann geht es... Das habe ich mal irgendwo gehört, dass es so ist, dass praktisch der Powerchord ist praktisch das perfekte Teil zu spielen, wenn es verzerrt ist. Und deswegen wird es auch so oft passiert. Mhm. Ja, weil natürlich die zwei Töne praktisch durch die Obertonreihe wahnsinnig nah zusammen sind. Aber okay, wir schweifen ab. Mhm. Aber trotzdem ist es interessant, was passiert eigentlich beim Verzerrer? Ja, was passiert mit dem Signal? Warum klingt verzerrte Gitarre so super? Oder was ist? Und da ist jetzt eben ist auch die Idee bei dem Tube Screamer, was das Fullerton-Modell von Boss noch nicht hatte, nämlich den dritten Regler, der Tonregler. Mhm. Den gab es ja nur beim SD1 oder das ist auch von Boss gab es das Modell mit drei Reglern. Ja. Den Tonregler zu haben, um dieses Obertonspektrum ein wenig beeinflussen zu können, das hatten viele Verzerrer vorher nicht. Mhm. Man war da einfach konfrontiert mit dem, was man hatte. Mhm. Jetzt, wenn du umschalten willst, du hast ja diesen angenehmen Fußschalter und willst jetzt umschalten, zum Beispiel von Clean Sound, der hat eine gute Klangeinstellung an deinem Amp, meistens Höhen etwas aufgedreht, weil es für Rhythmus gut funktioniert. Dann schaltest du den dazu. Wenn du jetzt keinen Tonregler hast, kann es gut sein, dass diese zusätzlichen Obertöne, die da generiert werden, dass die einfach zu krass sind und du willst sie eigentlich gar nicht haben. Jetzt, wenn du den Tonregler mit dazu hast, kannst du die damit etwas runterdrehen und hast es dann besser im Griff, die Angelegenheit. Das hören wir uns gleich mal an, oder? Ja. Komm, wir hören mal den cleanen Sound jetzt. Wir spielen jetzt hier, wir haben so ein Setup, wo wir in den Fender Amp hier spielen können. Wir können aber auch den Friedman anschalten. Das können wir mal beides probieren. Ja. Ich spiele mal ein bisschen was clean. Ja. Jetzt machen wir den Tube Screamer an. Moment, warte mal, wir stellen den mal so ein, wie ein Verzerrer der alter Sorte eingestellt wäre. Sehr gut. Nämlich ungefähr so wäre der. Und der Verzerrer alter Sorte wäre das doch viel grässlicher, aber. Ja, oder wir machen mal einfach. Ja. Nee? Kannst du mal anschalten? Ja. Ja, das ist jetzt nicht das, was wir wollen. Ja. Kommt drauf an, manche Leute mögen das ja vielleicht auch, aber du vielleicht nicht. Weißt du, also klar, also das ist immer die Geschmackssache. Ja. Okay, das heißt, das kann ich jetzt einfach beheben so ein bisschen, oder ich kann das kontrollieren, indem ich hier mal die Höhen einfach absenke. Mach mal noch was. Ja? Drehen wir mal hier den Overdrive ganz auf, weil das, wie gesagt, das entspricht dann noch mehr dem, wie die Verzerrer früher mal machen. Jetzt nehmen wir es, schauen wir mal. Okay, im Vergleich zum Clean. Ja, also ich finde es ja immer noch ziemlich gut im Vergleich, aber ja. Jetzt, wenn man jetzt sich eben vorstellt, okay, ich schalte jetzt um. Das ist mir jetzt einfach schon zu grell. Da passiert zu viel, kann ich mit dem... Lass mal den... Der Punkt ist einfach der, dass dadurch, dass diese Obertöne dazugekommen sind, ist dieser Regler sehr, sehr wirksam. Der ist natürlich auch wirksam, wenn ich das runterdrehe. Aber jetzt wirkt er einfach wie eine Art Klangblende, so wie der Höhenregler. Jetzt, wenn wir das nochmal aufdrehen, dann nimmt er im Charakter, macht er was aus. Also der Effekt ist einfach ist größer, weil eben mehr Obertöne da sind, die zusätzlich generiert worden sind. Und das macht einen großen Unterschied aus, wenn man diese Kontrolle jetzt eben hat durch den Tube Screamer. Das ist einer der wichtigen Effekte. Aber nachdem tatsächlich geht es einfach zum Ausgang. Kommt nochmal ein Buffer und das war's dann. Ja. Also es ist unheimlich einfach. Es ist wirklich ein Operationsverstärker. Es sind zwei Transistoren für die Buffer-Angelegenheit, ein paar Kondensatoren, Widerstände. Das war's auch schon. Also
Wenn ich es richtig mitgezählt habe, gibt es eigentlich nur einen Filter zusätzlich, der fest eingestellt ist zu der Klangregelung, die drauf ist. Ja. Und das ist dieser eine Filter vor der Verzerrung. Ja, richtig, genau. Ah, okay, mehr hat der gar nicht. Ja. Okay. Ja. Der die Bässe absenkt. Der die Bässe absenkt, genau. Ja. Aber das heißt, ich stelle mir jetzt vor, dass das natürlich eine Problemlösung war für viele Probleme zu der Zeit. Dass man sagt, okay, ah ja, der, vielleicht das wird irgendwie, ich will vielleicht einen bestimmten Sound auch haben, der vielleicht einfach nur weniger Höhen hat. Ja? Oder ich will irgendwie mehr Lautstärke haben, aber die Klangfarbe kontrollieren. Ja. Ja, oder, oder was ich oft gelesen habe, war, dass viele so Hard- und Heavy-Musiker den Tube-Skimmer gerne benutzt haben vor dem Marshall, weil sie sozusagen dadurch automatisch die Bässe rausgefiltert haben und dadurch dieser Powerchord-Sound einfach dann sehr griffig war, aber ohne so das Fundament zu verlieren, und die Präsenz hat er dann sowieso beibehalten. Ja, genau. Man wird den Mulm los, man kriegt zusätzlich Sustain, man kriegt zuerst die Pegel, man kann das ja auch als Booster verwenden, wenn man die Verzerrung zurückdreht. Also insofern hat es sehr viele Vorteile, nicht zuletzt eben diese Angelegenheit, den Mulm loszuwerden. Und man muss sich das auch immer im Kontext vorstellen, wie das klassische Gitarrespiel der verzerrten Gitarre, wie das überhaupt funktioniert. Dass du hast die Gitarre, dann geht es in den klassischen Amp, dort ist erst die Klangregelung, dann wird hoch verstärkt, dann geht es in die Begrenzung, weil die Endstufe nicht mehr kann. Mhm. Weil normalerweise war die Endstufenverzerrung das, was den Sound ausgemacht hat. Und dann kommt der Lautsprecher, und der Lautsprecher macht auch eine sehr starke Klangbeeinflussung, der den Klang eigentlich erst dann so formt, wie wir ihn gewohnt sind, wie wir ihn mögen. Also insofern ist dort schon im klassischen Bereich ist diese Geschichte mit Gitarre, erste Filterung, Verzerrung, zweite Filterung, gibt es dort auch schon. Ist da schon angelegt. Ja, genau. Und das wird hier so ein bisschen wieder gespiegelt und sehr kontrolliert. Und durch dieses kontrollierte Verzerren über die Dioden und den Operationsverstärker kriegt man dann auch ein ähnliches Verhalten zustande, wie man es vom Verstärker gewohnt ist. Nämlich, dass es auch einigermaßen passabel reagiert auf den Lautstärkeregler von der Gitarre. Das haben diese alten Verzerrer, die haben das sehr schwer wiedergegeben. Das war entweder sehr verzerrt oder gar nicht. Und man konnte die Gitarre ganz weit runterdrehen und dann war es immer noch unangenehm verzerrt. Also interessant, ja. Herzlichen Dank, Till, das war sehr interessant. Ja, sehr aufschlussreich. Und ich hoffe, ihr habt auch was mitgenommen, weil wahrscheinlich der eine oder andere hat einen Tube-Screamer oder zumindest ein Pedal, das vielleicht dem nachempfunden ist. Es gibt ja jede Menge Kopien. Absolut. Oder sagen wir, Nachbauten, auch wo Leute gesagt haben, okay, da kann man vielleicht auch noch mehr reinpacken oder irgendwas verändern. Da gibt es für alle möglichen Geschmäcker was. Ja. Danke euch fürs Zuschauen. Schreibt uns gerne wieder Kommentare, wie ihr das seht. Und ganz wichtig natürlich, was ist eigentlich mit der Schleife los? Das müssen wir doch auflösen. Müssen wir das jetzt oder machen wir das nächste Mal? Nee, das machen wir jetzt. Machen wir jetzt. Ja. Okay. Die Schleife haben wir deswegen bekommen, weil dieser Tube Screamer ungefähr 4 Jahre in der Reparatur war. Der war so schwer zu reparieren, ja, dass er jetzt diesen Wahnsinnsschalter bekommen hat. Ja, und so nett, oder? Eine Schleife. Ja. Als Geschenk speziell für Supergen TV. Nochmal herzlichen Dank an die Werkstatt. Toll, dass ihr das so toll repariert habt. Der Wolfgang Höhnlein hat das gemacht. Herzlichen Dank. Ja. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Schreibt uns, schaut wieder rein, nächsten Freitag, wenn es wieder heißt, Supergen TV, und wir haben bestimmt wieder ein spannendes Thema für euch. Herzlichen Dank fürs Dasein und bis zum nächsten Mal. Ja? Ciao. Ciao.